Hallo, um Accounts zu finden, gibt es ja unzählig viele Python-Programme. Ich habe mir jetzt nochmal Migrate angesehen und ja, die Installation ist sehr simpel. Einfach pip3 install und dann läuft die ganze Installation durch. Ich habe jetzt einfach diesen Text hier markiert und hier dann mit der mittleren Maustaste eingefügt. Sehr schönes Feature unter Linux. Ja, die Benutzung ist recht einfach. Migrate Username. Hier noch ein paar Alternativen, je nachdem, wie man es installiert hat. Und hier gibt es auch noch eine ausführliche Dokumentation, wo einem gesagt wird, was man alles so machen kann. Zum Beispiel, dass man eben HTML, PDF, TXT, XMind, JSON und so weiter Outputs haben kann von seinen Daten. Und es gibt hier auch ein paar Usage-Beispiele, also wie man es benutzt, indem man dann eben zum Beispiel sagt, Migrate, Machinio, keine Ahnung, was da kommt. Okay, gibt es wohl öfters, bin das mit Sicherheit alles nicht. Aber das ist eben auch die Sache mit diesen Usernames, den können halt auch andere verwendet haben. Und es muss nicht sein, dass das alles vom selben Nutzer kommt. Aber man bekommt hier eben schon mal eine schöne Übersicht. Ja, okay, also Migrate Username minus A, dann werden nicht nur die Top 500, sondern noch viel mehr Webseiten geprüft. Minus AHP, dann kriegt man HTML und PDF-Output. Und man kann auch Seiten parsen, wie zum Beispiel bei Steam. Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, ist irgendwie, bei welchen Seiten das sonderlich gut funktioniert. Also bei Steam ja, bei Google Docs ja. Bei anderen Seiten hat es kein Ergebnis gegeben. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Praxis anschauen wollen, habe ich hier eben jetzt zum Beispiel das Google Doc von DM Russell, in dem er beschreibt, welche Google-Suchparameter es gibt. Und dazu gebe ich jetzt einfach ein Migrate minus minus parse. Und ich möchte das Ganze als HTML-Output. Und dann geht es jetzt her, untersucht eben diese URL, versucht herauszufinden, ob da Usernamen und ähnliches drin sind. Und dann wird eben mit diesen Usernamen dann wieder weitergesucht. Und dann werden jetzt alle möglichen Dienste aus diesen Top 500 geprüft, ob es da Accounts gibt. Und mit Sicherheit sind viele davon falsch positive. Und wenn ich dann das durchlaufen habe lassen, dann bekomme ich eben diesen Report. Da sehe ich schon, das ist schon recht unwahrscheinlich, dass er dieses Foto verwendet hat auf Telegram. GitHub, das ist jetzt relativ glaubwürdig, könnte man natürlich noch weiter überprüfen. Und so kann man dann eben durchgehen und schauen, ist das der Nutzer oder nicht. Ich habe hier immer die Links, kann mir das Ganze angucken. Und wenn so ein Link mal nicht gehen sollte, dann hat es auch dieses tolle Feature, dass ich hier dann gleich auf Invalid gehen kann und dann lande ich auf der GitHub-Seite und kann hier eben diese Fehlermeldung absetzen, indem ich sage, diese Seite gibt es nicht, hier unten noch das Häkchen setzen. Und dann kriegt der Entwickler Bescheid, dass da irgendwas nicht stimmt. So, ja. Hier lässt sich jetzt mal eher nicht verifizieren, ob er das ist. Zumindest mit den Sachen, die ich bisher hier sehen kann. Weil es ist ja irgendwie nichts hinterlegt. Es gibt nur diesen Usernamen. Das ist ein bisschen wenig für die Verifikation. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Feature. Und genauso könnte ich direkt nach einem Usernamen suchen
auch minus h. Ich kann auch sagen, dass er jetzt nicht, wenn was nicht geklappt hat, so wie hier, dass er die neuen Seiten nochmal prüft, sondern dass ich einfach sage, readTries sind 0, dann wird das Ganze noch ein bisschen schneller. Na, habe ich retries falsch geschrieben? Wie? Minus, minus natürlich. Ja, und dann rast das eben durch und tut mir eben auch wieder diesen HTML-Output geben. Und dasselbe Spiel. Ich kann eben jetzt mir diese Seiten angucken, die Glaubwürdigkeit einschätzen und finde so eben recht schnell Seiten, auf denen es zumindest diesen User Elon Musk gibt. Ob das dann wirklich der hier ist oder ein anderer, das muss man dann halt noch überprüfen. Aber man hat zumindest schon mal sehr schnell 500 Seiten durchgeprüft. Ja, insgesamt ein cooles Tool. Auch dass hier zum Teil versucht wird, eben gleich UIDs rauszufinden und Follower und so weiter. Das ist schon. Hier sieht man schon Kusno H als Fullname. Wird wohl eher nicht er sein. Ja. Könnt ihr euch ja mal anschauen und mir reinschreiben, was ihr davon haltet. Macht's gut. Ciao, ciao.